Ja, wir wollen das Finale uns von Dark Road angucken und ich habe bis eben gerade auch immer noch panisch immer YouTube aktualisiert, weil mein Save-File war weg, habe ich gar nicht bedacht. Ich habe das Handy gewechselt. In der Zeit tatsächlich von dem letzten Update zu Dark Road bis heute habe ich das Handy gewechselt und mein Save-Game war weg vom letzten Mal. Das heißt, ich hätte alles nochmal neu spielen müssen, hatte ich keinen Bock drauf gehabt. Und da habe ich auch so geguckt und ich habe auch hier mal bei ein, zwei anderen YouTubern gesehen, englischsprachigen, dass sie irgendwie das gestreamt haben. Die haben irgendwie 6 Stunden oder so gespielt. Wo ich gesagt habe, okay, das ist krass. Das kann man nicht alles im Stream machen. Kann ich jetzt nicht hier 6 Stunden sitzen und euch das Ding durchskippen. Deswegen möchte ich mit euch eigentlich nur das Finale gucken. Ne? Also wenn ich jetzt mit euch durchgehe und wir nebenher nochmal ausdiskutieren und ausklamüsern, wer denn jetzt alles die Klassenkameraden von Xehanort sind und so weiter, dann sitzen wir hier 3 Tage. Das machen wir nicht. 12 Sekunden später. Xehanort, Klassenkameraden. Zumindest die aus seiner Klasse. Es gibt ja noch die obere Klasse und es gibt die untere Klasse. Von der oberen Klasse. Ja. Es gibt ja, also Arrakas kennen wir. Xehanort kennen wir. Das ist Vor. Das ist Bragi, glaube ich. Wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Wie die heißt, weiß ich nicht mehr. Was bei ihr aber so ein bisschen seltsam ist, hier so leicht gelbliche Augen. Ich habe schon von Leuten gehört, dass die meinen, dass sie vielleicht irgendwie eine Darkness ist oder sowas. Weiß ich nicht. Bisher hat sie noch keine Anzeichen gezeigt. Es gibt die sehr populäre Theorie, dass Vor, die Jüngste in der Klasse, die Kleinste, dass das irgendwie Kairis Großmutter oder sowas sein könnte. Wäre cool, wenn Nomura sowas macht, aber keine Ahnung. Und dann gibt es hier noch den Rotschopf. Und der ist absolut sus. Alleine schon so, wie er gezeichnet ist. Der ist so Villain-Material, ne? Und Bragi, Break. Es gibt Leute, die vermuten, dass das Lushu ist. Könnte auch sein. Könnte sein. Also wenn es einer von den Klassen, wenn Lushu in dem Spiel drin ist, und ich gehe eigentlich davon aus, weil das connected dann Union Cross mit Dark Road, dann müsste es entweder hier der Rotschopf sein, weil der ist super sus, oder wer auch super sus ist. Ja, der Lehrer. Meister Odin. Ne? Haben wir kein großes Bild? Na gut, der hier. Er ist auch sus. Also entweder, genau, Bragi, der da, oder der. Die sind beide sus. Die sind beide sehr sus. Ja. Ansonsten erwarte ich eigentlich, dass die 13 Dunkelheiten irgendwie in Erscheinung treten. In irgendeiner Art und Weise. Also wir haben ja schon eine Dunkelheit gesehen in einem früheren Update. In dem letzten Update, glaube ich, war das dann, wo Xehanort in Wunderland war. Und im Wunderland hat man gesehen, dass bei der Herzkönigin eine krasse Dunkelheit war. Und ja. Also, mal sehen. Wir gucken uns jetzt, wie gesagt, nur die letzte Stunde davon an. Ich bin gespannt. Wir machen uns gefasst auf wilden Nomura-Scheiß. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, okay, let's go. Submit! Two years later. Jetzt nach dem Ende, nach dem Endfight, glaube ich, ne? Das habe ich aber schon gehört. Also, ich weiß, dass es einen Endfight gab in Scarlet Kylum. Das habe ich mitbekommen. Das ist der einzige Spoiler, dass da irgendwie gekämpft wurde. Was aber auch irgendwo naheliegend ist. Wenn, dass da die Welt ist und dass sie davon aufgebrochen sind und so, dass da irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal irgendwie gegen irgendwen oder irgendwas gekämpft wird. Ah, es war klar, ne? Aber das weiß ich. Das ist anscheinend 2 Jahre später. Okay. Klassenzimmer ist leer. Wir wissen ja auch schon aus früheren Updates, dass viele Klassenkameraden anscheinend draufgegangen sind oder zu Herzlosen wurden oder so. Sie setzen sich hin zum Schachspiel. Ist das jetzt die Cutscene aus Kingdom Hearts 3 am Anfang? Ist es nicht deswegen, dass du Leute suchst, die dein Vermächtnis weitertragen? Ja, aber... Denkt er jetzt schon darüber nach, später irgendeine arme Dumpfbacke, nennen wir sie Struppi oder Terra, den Körper zu klauen? Ist es jetzt schon ein Teaser darauf, dass er darüber nachdenkt? Eine Lifetime reicht nicht. Zumal... Es ist auch einfach derselbe Spruch, ja. Es ist auch irgendwo derselbe Spruch, den ja am Ende Lushu zu Brain gesagt hat. Schade, dass du nur eine Lebenszeit hast.
Eine Lifetime und so weiter. Das ist auch schon wieder ein bisschen jetzt direkt. Ich würde es lieber selber machen, ja. Er würde sich lieber Terra klauen. Jemand hat hier Ambitionen. Okay, wie viele Lebenszeiten willst du? Hm. 12. Bei 13 Dunkelheiten. Fick die Henne. Er spricht schon direkt über die Organisation, er spricht schon direkt über die wahre Organisation 13 hier, auf jeden Fall. Dass er 13 Behälter braucht. 13 Vessels of Darkness. Wie viele? Alle. Rügenwalder, die mit der Mühle. Nein. 13. Ja. 13 Dunkelheiten und so. 13? Du musst wohl scherzen. Warum so viele? Das ist es, was es braucht, um die Welt neu aufzubauen. Du musst einen wirklich beeindruckenden Plan in deinem Kopf haben. Na, streich das. Eins mehr, um die neuen Welten zu bereisen. 14! Slicer Mute, vielen Dank für den Sub. Jetzt spricht er ja über Shion oder was? Leck mich am... Alter, warte mal, ist das Nomuras verfickter Ernst? Gibt er jetzt der wahren Organisation 13 nochmal einen neuen Purpose oder was? Danke fürs immer da sein. Ich bin der Beste, oder? Ach, die waren mal so gute Freunde. Das ist so schade, was dann später alles passiert ist, ey. Das ist so schade. Oh, da ist Odin. Aber das Klassenzimmer ist leer, weil sind, glaube ich, alle draufgegangen. Nur noch Erakus und Xehanort. Diese neue Dunkelheit zu identifizieren sind schuld. Es gab eine neue Dunkelheit, okay. Hermut und Urd und Bragi und Balder in der Unterwelt. Ah, okay. Die sind schon mal alle draufgegangen, scheinbar. Balder? Ihr habt euch getroffen? Ja. Yep. Sie sind zusammen ins Kolosseum gegangen. Aber wir wissen nicht, was danach passiert ist. Wie kann das sein? Rumpelbumpel. Ja, Sonny Bonnie, der kommt natürlich auch. Beziehungsweise kann sein, dass ich das auf meinen Hauptkanal als Reaction hochlade. Okay, Nonan ist sein Schwert. Ist ja mal rein... Ich werde die übrigen Schüler evakuieren. Okay, das ist aber eine neue Info, dass No-Name auch wirklich sein Schwert ist. Oder? Ich dachte, das hängt da einfach nur zur Deko. Aber nein. No-Name ist einfach sein Schwert. Okay. Wir werden noch mehr Freunde verlieren. Wir müssen Balder zurückbekommen. Hilf mir, Xehanort. Selbst wenn du weißt, was er getan hat? Was hat er denn getan? Alles klar. Na gut, wenn er die Dunkelheit ist, hat er wahrscheinlich böse Sachen gemacht. Wenn er von der Dunkelheit besessen ist. Oh, wow, okay. Da sind die anderen. Wieder. Was tust du hier? Was ist passiert? Ja, stellt sich heraus, Balder wurde von der Dunkelheit übermannt. Und jetzt sind wir die Einzigen, die noch übrig sind. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich gegen einen von euch stellt. Warte, das wusstest du? Ja. Ich wusste, Dunkelheit hatte ihn als sein Behältnis gewählt, aber ich konnte mich nicht dazu bringen, sein Leben zu nehmen. Es tut mir leid. Nichts davon wäre passiert, wenn du Hodor beschützt hättest. Hodor. Dunkelheit hätte niemals einen Weg in Baldas Herz gefunden. Hodor. Wir würden alle immer noch trainieren, um Schlüsselschwertmeister zu werden. Oh, jetzt ist Beef, oder was? Irrekas, nein, tu das nicht! Lass dich nicht von deiner Wut übermannen. Meine Wut wird übernehmen, aber nicht, sicherlich nicht die Dunkelheit. Okay, krass. Jetzt kämpfen die gegeneinander. Wenn ich das... Einfach so eine Notification von dem... Wenn du dich danach besser fühlst, dann come on. Dann tun wir das jetzt. Ziehen wir das durch hier. Xehanort, du hast gesagt, du würdest helfen. Alles klar. Aber Schlüsselschwertkrieger gegen Schlüsselschwertkrieger ist doch verboten. Das soll doch nicht sein, sowas. So, du hast es also nicht geschafft, die 7 Lichter zu sammeln. Ah, da ist er. Ja, okay. Und er ist komplett von Dunkel. Ja, er ist komplett. Darkness hat ihn komplett.
Darkness hat ihn komplett. So wie damals Ventus von der Dunkelheit beherrscht wurde. Aber welche von den Dunkelheiten ist es? Ja? Das ist die Frage. Xukiro, vielen Dank für den Sub. Aber welche der Dunkelheiten ist es? Vielleicht wird das ja noch geklärt. Ich könnte so tun, wenn es euch gefällt. Balder, Balder! Egon, Balder! Wir sind jetzt eins. Wenn ich verschwinde, wird er es auch. Vielen Dank für den Sub, Fratos. Dankeschön. Meine Freunde werden sich euch zu euch gesellen. Irgendwelche, ja, natürlich Herzlose. Pure Blood Heartless, natürlich. Some Pure Blood Heartless. Der Turm. Sie ist fort. Das ist aber ein gemütliches Gummizellenzimmer. Tag 2. Sie konnten sie nicht beschützen. Und jetzt sind sie auch weg. Total gemütlich. Wieso konnten sie es nicht? Wieso wollten sie es nicht? Nee, wieso taten sie es nicht? Sind sie verschwunden? Wurden sie ausgelöscht? Ich habe meine Schwester verschwinden lassen. Ich habe ihre Freunde verschwinden lassen. Eine Welt ohne sie kann genauso gut in Dunkelheit verfallen. Wenn du nicht länger Hoffnung für diese Welt hast, säubere sie. Ah, schmeiß die 13 Lichter. Ich hab auch gesagt, die Dunkelheit, ne? Genau, tauch die 13 Lichter in den Schatten. Schmiede die X-Klinge quasi. Ja, Keyblade. Sorgt dafür, dass das Licht verschwindet. Da war auf einmal Dunkelheit. Aber die sah eben... Also es kann ein Stilmittel sein, ne? Aber guck mal, das sieht schon anders aus. Die sieht mehr so schlamm-morastmäßig aus und nicht so dieses Rauchige, wie die Dunkelheit sonst immer dargestellt wird. Das schon, ist das eine andere? Ist schon strange, so ein bisschen, ne? Weil es sieht halt schon anders aus. Diese Animation, guck mal, du hast ja gerade gesehen, wie wenig sie sich angestrengt haben, irgendwas zu animieren. Dann machen sie sich aber den Aufwand, hier eine komplett neue Animation zu machen. Das ist ein bisschen... Das ist definitiv ein bisschen, sus. Ja? Er hat aber bestimmt irgendwas zu bedeuten. Vor allem, wo kam die jetzt her? Diese Dunkelheit. Und jetzt siehst du mich wieder so aus wie sonst. Mit dem Rauch quasi oder dem Dampf oder was auch immer. So, ich habe von deiner Schwester gehört. Ist das alles wegen ihr? Oder? Oh nein. Tatsächlich bin ich derjenige, der sie beseitigt hat. Was? Oder Heimdall, Helgi, Sigrun. Die Jüngeren, Bragi, Urd und Hermod. Waren besonders einfach. Der gesamte Cast von Asgard einfach. Okay, er war mit denen auf Mission. Der hat die alle die sind gerade gestorben, sind die! Die sind komplett gestorben! Getting away with murder! Getting away, getting away! Wum, wum, wum. Das war nicht der Plan. Leb wohl. Wow! Oh, okay. Was ist das? Das ist ein Herzloser, den haben wir so noch nie gesehen, oder? Aber der hat auch ein Emblem. Oder sehe ich das falsch? Ist auch ein Emblem Herzloser, oder nicht? Die dürfte es doch eigentlich... 8, 9, 10... Der schmiedet mal einfach fröhlich die X-Klinge, Alter. Tut mir leid. Alter, die sterben wie die Fliegen! Ja, wirklich wie bei Game of Thrones hier. Monster Kill. Ich meine, es war klar, dass die alle nicht krass überleben, so, ne? Aber Bo wird ja wahrscheinlich überleben noch. Weil. Nevermind. 11. Tut mir leid, ich hab's verkackt.
Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Nicht dafür. Es tut mir leid, dass ich euch verlassen habe. Meine Freunde. Da gehöre ich hin. So, also ich glaube, die Fan-Theorie, dass Vor die Großmutter von Kairi sein könnte, ist gerade verpufft. Okay. Schade. Hätte ich cool gefunden. Aber what the fuck, die sterben wirklich... Also, ich habe nicht gedacht, dass die alle draufgehen. So, die meisten, ja. Aber ich hätte schon gedacht, dass dann ein, zwei oder so überleben. Aber gut, das erklärt dann auch, wenn wirklich Arrakis und Xehanort am Ende die sind, die übrig bleiben, erklärt das halt auch, warum das Land des Aufbruchs so verfickt nochmal leer ist, ne? Aber warum sich dann wirklich die Mühe machen? Also, dann kommen die doch bestimmt... Also, ganz ehrlich, ne? Wenn die da jetzt alle draufgegangen sind, dann gehen die irgendwie in die letzte Welt und landen auch irgendwie in Quadratum oder so. Du kannst doch nicht sagen, dass Nomura so viele Charaktere dafür designt hat, dass sie direkt 2 Stunden, nachdem sie das erste Mal aufgetaucht sind, die alle draufgehen, oder? Weiß ich nicht. Die sind doch dann bestimmt irgendwie in Kingdom Hearts 4 wieder am Start. Irgendwie, selbst wenn es eine kleine Rolle nur ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich so die Mühe macht. Oder vielleicht war das genau das Ding, dass alle jetzt gedacht haben, dass uns alle damit trollen wollte, dass er sich gedacht hat. Xitrain, vielen Dank für den Sub. Dass er sich gedacht hat von wegen, ja, haha, ich mach das jetzt mal. Da denken alle, die sind voll super, super wichtig und super krass und werden uns lange begleiten. Dann so, nö. Einfach mal eine Red Wedding gemacht. Reign of Castamir angeschmissen. Ja, und einfach mal 28 Step Wounds. Okay, Nomura. So, jetzt sind sie. Es sieht so aus, als wären sie jetzt oben auf dem Turm. Der Schlüssel, um Kingdom Hearts zu beschwören. 13 Lichter müssen den Schatten übergeben werden. Du warst auch hinter Kingdom Hearts her? Warte. Sich diese Kraft zu beschwören, würde die Welt säubern. Das würde bedeuten, Dunkelheit, du würdest verschwinden. Du verstehst es nicht. Nachdem alles gereinigt wurde, wird die Welt neu in Dunkelheit geboren. Aha. Also Atombombe zünden und dann sagen, okay, ich mache jetzt mit der Macht von Kingdom Hearts Darkness. Xehanort hat es ja ähnlich gemacht. Er wollte die Welt in eine Dunkelheit stürzen. Und wollte dann beides im Gleichgewicht wieder aufbauen. Ich hoffe, wir bekommen noch eine Begründung dafür, warum Xehanort die Dunkelheit genutzt hat und warum er dann meinte, okay, das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit ist wichtig und ist toll. Ich habe so die leichte Vermutung, also seit Dark World angekündigt wurde, habe ich so die leichte Angst davor, dass Nomura das so macht, dass er sagt, eine der Dunkelheiten, also ich vermute jetzt diese Dunkelheit, die da gerade im Ball da drin ist, dass die auf Xehanort überspringt und dass Xehanort dann nur Xehanort-Sachen macht, weil er halt von dieser Dunkelheit gesteuert wird. Und das fände ich so scheiße. Das fände ich richtig scheiße, wenn er das jetzt gleich abzieht. Ich gewinne, ihr verliert, das Ende. Da ist sich aber jemand sicher. Morpht sich wieder in diese Dunkelheit. Das ist doch auch ein Hemd. Ganz kurz. Das ist doch ein Emblem, Herzloser. Ja, das ist ein Emblem. Da, genau da. Das ist doch nicht richtig. So, von Lore her und so. Warte, wir können ihn noch retten. Oh, er will ihn jetzt killen. Xehanort hat nicht. Rechts will er um sein Leben, oder was? Ah, will Xehanort jetzt von der Dunkelheit? Ach komm schon, bitte. Nomura macht es nicht. Das wäre so lame. Das wäre so lame, Nomura. Lass sie. Das ist da. Nee, komm. Bitte nicht. Du hast Xehanort schon als den netten Opi, der dir einen Sahnebonbon am Ende von Kingdom Hearts 3 gibt, verkackt, ja? Jetzt macht es nicht. Ach komm. Das sieht so aus, als ob die Dunkelheit jetzt von Baldur auf Xehanort rüberspringt. Oh, Jesus fucking Christ. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich glaube, was du willst. Aber ich bin nicht die antike Dunkelheit, die du vermutest. Aha. Ich bin das Unbekannte. Das, wovor du Angst hast. Und diese Angst hat mir eine Form gegeben.
also ist ja keine von den 13 Dunkelheiten aus Union Cross. Dann ist ja tatsächlich eine neue Dunkelheit, die sich nur bei ihm gebildet hat. Aber warte mal. Das führt doch umso mehr den Plan vom Meister der Meister völlig ab Absurdum. Also es macht schon Sinn, weil Light and Darkness, you can't have one without the other. Das ist schon sinnig. Du kannst Licht nicht ohne Dunkelheit haben. Deswegen macht ja für mich der Plan, irgendwann mal später werde ich das mal in einem anderen Video nochmal erklären oder vielleicht mal anreißen. Aber deswegen macht der Plan, selbst wenn der Meister sagt, wir löschen Dunkelheit aus, macht das für mich keinen Sinn, weil es geht halt nicht. Naturgesetze und so. Du kannst Dunkelheit nicht aus. Du kannst Dunkelheit nicht auslöschen. Und was er jetzt im Prinzip sagt, ist, er hat sich neu geformt. Ja, es sind neue von diesen puren Dunkelheiten entstanden. Aber dann ist es ja völlig absurd, dass der Meister der Meister die 13 Dunkelheiten einsperren und vernichten will und dabei die gesamte Welt opfert und all seine Schüler. Weil dann dauert es ja nur Zeitraum X und in irgendeinem Menschen, der einen schlechten Tag hat, wächst eine neue Dunkelheit. Dann ist das ja völlig Banane. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Meister das nicht weiß. Ja? Das hebelt doch komplett seinen Plan aus. Du wurdest durch Baldas Herz geboren. Ja, aber so entstehen ja generell alle Herzlose und so, ne? Von euch allen. Aha. Baldar war besonders sensibel oder, ja, reagierte besonders auf die Herzen der anderen. Aber sei empathisch, ne? Genauso wie du, Xehanort. Dunkelheit, geboren von euren unbeugsamen Hingabe zum Licht. Wuchs es und wuchs es, bis es irgendwann ihr eigenes war. Eigenes Ding wurde. Ja, das ist ja auch, macht ja auch Sinn, ne? Wie gesagt, ne? Je heller das Licht, desto größer der Schatten. Das ist halt so. Das ist jetzt die Erklärung. Weil die so toll waren und trotzdem halt irgendwie immer natürlich, weil das zum Menschen dazugehört, auch irgendwie negative Gedanken hatten, waren auch diese negativen Gedanken umso größer. Im Tutorial von Kingdom Hearts 1 ja schon genau das so, ne? Weil Sora da steht, je größer das Licht wird, desto größer der Schatten. Und dann kommt da kein Schatten durch, sondern ein Schattenborn auf einmal. Ne? Also normal. Und so, aber okay. Genauso sind alle von uns wahren Dunkelheiten, ja, mit eingenommen, gewachsen in Stärke und Nummer über viele Jahre. Ja klar, so wachsen die Herzlosen, das beschreibt er ja gerade. Nur nicht jeder Herzlose ist ja direkt eine von den 13 Dunkelheiten. Oh, das ist ja... Also, interesting. There's more than meets the eye. Ja? Nichts davon ist wichtig. Nichts davon ist scheißegal. Das endet alles, wenn ich die umklatsche. Diese Wut. Ja? Behalt das mal. Und er sagt, was? All die Wut. Was passiert jetzt? What? Ooh, stay strong, Walter. Was ist das für ein Licht? Die Stimme? Ist jetzt seine Schwester? Ist das seine Schwester scheinbar? Ist sie in ihn rein? Of course, natürlich. Ich kenne meinen Kingdom Hearts Scheiß. Natürlich war die in ihm drin. Weil das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du so viel Schmerz erleiden musst. Aber ich wollte dir nicht so viel Schmerz verursachen. Nein, das ist nicht deine Schuld. Direkt neues Quote. Ist das seine Schwester? Ist sie in ihn rein? Natürlich war die in ihm drin. Aha! Es fing an, mich zu verzehren, bis ich eines Tages merkte, dass die Dunkelheit, von der ich dachte, dass es ihre war, eigentlich meine war. Ich ergab mich ihr, weil ich dachte, das ist einfach so, wie die Dinge sind. Dann traf ich andere wie dich. Herzen gefüllt mit Licht. Nur mit Licht, ne? Das heißt, war Erikas eine Prinzessin der Herzen? Zwei Arten von Leuten. Ja, okay, er meint das metaphorisch, so mit dem Nichtlicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Erikas Herz damals schon keine Dunkelheit war. Es geht ja nicht. Das glaube ich nicht. Das hat er jetzt metaphorisch gesagt. Ich wüsste, du wirst es nie verstehen. Warte! Du und dein schwaches Herz. Bam! Er wollte jetzt krasse Ketten. Was? Diese Ketten! Oh! Da ist Odin mit No Name und er hat diese krassen Ketten. Das sind dieselben Ketten, die Erikas später benutzt. Nice. Aber es sieht irgendwie weird aus, dass diese Licht, ich nenne es mal Lichtfähigkeit, aus No Name kommt. Aus dem Schlüsselschwert
der Dunkelheit. Das ist unsere einzige Chance. Xehanort, treib die Dunkelheit aus. Ist das jetzt das Ding? Nimmt er jetzt die Dunkelheit in sich auf oder so? Ey, Nomura, bitte mach das nicht. Xehanort, siehst du es jetzt? Es gibt sie und es gibt uns. Wenn wir die Kraft finden, unsere Ziele zu verfolgen, beurteilen sie uns. Bestehen darauf, die Stärke würde von der Dunkelheit kommen. Dass die Freunde, die wir verloren haben, waren bloß, ja, Stepping Stones, wie nennt man das? Ich sehe mich selbst in dir. Such Antworten. Für die ungerechten Wege dieser Welt. Für die Dunkelheit. Ah, ist das ein Dark Road? Bitte nicht, nein, 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 nimm nicht Dunkelheit. Ach nein, bitte nimm nicht Dunkelheit in dir auf. Bitte tu's nicht. Bam! Nein! Er hat die Kette zerstört, aber... You fucking killed him! That was unexpected. Er hat ihn eiskalt die Bühne zermatscht. Cold-blooded motherfucker. Holy. Okay. Und ich dachte, Union Cross wäre schlimm gewesen. Aber stell dich mal das vor, was wir hier gerade sehen, in vernünftiger Grafik, Alter. What the fucking shit? Okay, krass. Ein Monat später. Okay, ein Monat später. Herr Mot. Ach, das sind jetzt die ganzen Grabsteine für seine Klassenkameraden. Aber das ist schon deutlich größer, dieser Friedhof. Die sind jetzt nicht alle in dieser Schlacht gestorben. Den Friedhof gab es schon vorher, ne? Ist doch jetzt keiner mehr am Leben, außer den beiden, oder? Außer Xehanort und Arrakis und Odin. Ist doch jetzt keiner von den Charakteren, die wir kennengelernt haben in Dark World, mehr am Leben. Arrakis, ah, er bringt auch Blumen. Ich finde es aber auch ein bisschen, weil der Chat gerade schreibt, dass das mit den Grabsteinen ein bisschen lame ist anstelle von Schlüsselschwertern. Das sind halt normal begrabene Leute, ne? Da war jetzt hier an dieser Wiese war kein Krieg. Deswegen ist es kein altes Schlachtfeld, aber ich finde auch, das Design der Grabsteine hätte man schon irgendwie cooler machen können. Die sehen sehr generisch aus. Da stimme ich zu. Ja. So, wie geht's Meister Odin? Ja, was ist mit dem Ollen? Mit dem war jetzt gar nichts. Der war super sass. Aber der hat nichts Böses mehr gemacht jetzt hier oder so, ne? Siehst du dich so selber wirklich? Ehrlich, hat dich zum Lachen gebracht. Naja, die beiden. Was ist einem schwer, nicht zu lachen? Der ist doch locker von den beiden Yaoi nach dieser Szene. Das Internet ist böse. Leben sollte Spaß machen, oder? Ja, sollte es definitiv. Wow, Alter! We need a burn here! Sagt die Person, die jeden Abend Nacht für Nacht laut allein in ihrem Zimmer heult. Oder schluchzt. Hey! Alter, er war auch ein bisschen zu sehr unter der Gürtellinie gerade, Xehanort. Also, das hört sich an, als wäre Meister Odin damit beschäftigt oder er versucht, die Sachen wieder, wieder normal zu machen oder sie wieder so zu machen, dass es wieder normal ist, so wie es damals war. Ah, er denkt darüber nach, uns das Mark of Mastery-Examen machen zu lassen. Wirklich? Schon? Offensichtlich. Oh, offensichtlich. Er hat aufgehört, neue Schüler zu akzeptieren. Er will, dass wir seinen Platz übernehmen, damit er in Rente gehen kann. Damit er sich zur Ruhe setzen kann. Der sieht auch sehr alt aus, der Gute. Oh. Sein Plan ist es, Scarlet Canyon zu verlassen. Okay. Aber ihr seid doch alle nicht mehr in Scarlet Canyon. Was ist denn jetzt mit der Welt? Es muss doch nochmal irgendwie jetzt eine Verbindung zum Land des Aufbruchs geben und überhaupt und... Let's settle down in some cozy little world und sich in irgendeiner kleinen Welt zur Ruhe zu setzen. Schiebe ich jetzt gerade Paranoia, oder?
Ich denke nämlich gerade so. Nee, oder? Ja, mal ohne Scheiß jetzt. Ist das. Will der uns gerade durch die Blume sagen, dass Odin Jens Sid ist? Weil Jens Sid ist der einzige Sichelschwertmeister, von dem wir wissen, dass er in Rente ist. Dass er kein Schlüsselschwertmeister mehr ist. Und er hat ja auch kein Schlüsselschwert mehr, wenn No Name vorher sein Schlüsselschwert war. Alter, das wäre völlig krank. Überlegt euch das mal. Weil Jens Sid ja auch derjenige ist, der Sora leitet auf dem gesamten Weg. Er spricht ja über Xehanort und dieses und jenes. Das wäre mega krass, wenn er der Meister von Xehanort gewesen wäre, Alter. Weil das ist ein ziemlicher Stretch gerade, aber. Weil er sagt, cozy, some cozy little world. Wenn du die Welt von Jensen als eigene Welt betrachtest, ist es die winzigste Welt, die wir je in Kingdom Hearts gesehen haben. Und sie haben lang rausgebaut. Und wir haben von Odin keines Mal das Gesicht gesehen. Das wäre völlig insane. Das wäre völlig insane. Ich hatte halt auch die Vermutung, es könnte sein, dass einer von den Gruppenmitgliedern, von den Klassenkameraden, Jens Sid ist später. Aber es hätte jetzt keiner überlebt. Der einzige, den wir aus diesem Spiel kennen, ist Meister Odin. Also ich muss da nochmal genauer drüber nachdenken. Aber das wäre völlig krass. Könnte natürlich aber auch trotzdem sein, dass er einfach Lushu ist und er jetzt sagt von wegen, okay, my job here is done. Ich suche mir jetzt wieder wen anders und mein Körper ist jetzt auch schon alt und ich höre jetzt einfach irgendwen anders. Könnte ja auch sein. Ne? Aber ja, das stimmt. Warum sollte er seinen Namen ändern, ne? Wenn er wirklich Jens Sid wäre? Warum sollte er sagen, oh, ich, also so krass gebrochen, dass er jetzt sofort aufbricht und sagt, ich will nicht mehr Odin sein? Den Eindruck macht er jetzt nicht. Und vielleicht sehen wir ihn ja nochmal, keine Ahnung. Aber stimmt, warum sollte er sich dann auf einmal Jens Sid nennen und nicht mehr Odin? Kannst natürlich sagen, ja, ich will mich komplett von meiner Vergangenheit trennen, aber müsste schon noch einen geileren Grund geben irgendwo, ne? Ah ja, vielleicht sehen wir das noch. Wir machen mal weiter, wir haben noch ein paar Minuten. Das wäre krass. Not right away, mind you. Also nicht sofort. Das soll er zumindest nicht sofort machen. Aber nach all dem, was passiert ist und je nachdem, wie wenig von uns noch da sind oder übrig sind, er sagt, es wäre Zeit für eine Änderung. Vielleicht ist es das. Ja, es wird Lust auf ein Spiel. Schon, ja, ist schon Ewigkeiten, dass wir zusammen gespielt haben. Willst du wirklich so sehr verlieren? I like to think of it as learning from someone more experienced. Okay, das ist ein guter Spruch. Willst du wirklich so sehr verlieren? Ach, ich sehe das eher so, dass ich lieber von jemandem mit viel mehr Erfahrung lerne. So, der ist ein guter Verlierer. Erikas ist ein guter Verlierer. Was? Du machst das schon länger als ich. Ja, aber du bist älter. Nur knapp. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Naja, wenn man euch beide als alte Männer ansieht, dann siehst du, Xehanort, definitiv nochmal mindestens 15 Jahre älter aus als Arrakis. Wie um alles in der Welt konntest du das hören? Aber er sieht jetzt nicht evil aus, der Xehanort. Jetzt müsste noch irgendwas passieren, oder nicht? Also ein bisschen Zeit haben wir noch, aber also ich sehe jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, dass er sich auf einer Dark Road befindet. Der gute Xehanort. Lushu! Oder gibt sich jetzt Odin doch als Lushu zu erkennen? Zeit für eine Änderung, bla bla bla. Okay, wir haben Lushu. Kann er jetzt eigentlich wirklich nur noch Odin sein, weil er ist ja der Einzige, der übrig ist noch. Alle anderen sind ja tot. Es sei denn, Lushu hat das irgendwie gefaked, aber. Okay, ich denke, dann war er es wohl doch nicht. No fucking way! Ah, du hast mich da in eine Ecke gedrängt.
Es ist fucking Lushu! Vor allem, ich hab's vorhin noch gesagt, dass der Typ mega sus ist. Mit seinem hässlichen, grinsenden. Ah! Das ist fucking Lushu! Es ist fucking Lushu! Mit all dem Ärger, den du verursacht hast, würdest du zu viel Aufmerksamkeit als ein Behältnis auf dich ziehen. Das ist fucking Lushu. Ich glaube, ich behalte diesen Körper lieber noch ein bisschen länger. Das ist fucking Lushu. Nice. Wovon redest du? Bam. If I had a keyblade, it would be different. Du glaubst, du bist stark genug, um mich zu besiegen? As if. Es ist fucking Lushu. As if. Leute. Wir brauchen alle Lushu-Emojis, Alter. Wir brauchen alle Lushu. Lushu. Luchi Lushu. Alle Lushu-Emojis im Chat, Mann. Alter Schwede. Ey. As if. Vor allem, wie er ihn gerade einfach geownt hat. Risse 96. Vielen Dank für den Sub. Wie er ihn einfach gerade geownt hat. Weißt du? Ich freue mich so auf den Moment, wenn wir irgendwann mal in der Story Lushu wirklich kämpfen sehen. Der wird komplett rasieren. Alles. Ja, er hatte ja nur sein Schüler-Anfangsschwert. Wenn der No-Name hat, Alter, der wird alles komplett zerficken, wird der. Oh, wie geil ist das. Das ist schon echt cool, Mann. Das ist schon echt richtig, richtig cool. Ah. Das ist schon cool. So, wir gucken weiter. Aber ich möchte hier nicht wirklich in die Quere kommen oder gegen dich kämpfen oder so. Also werde ich einfach verschwinden. Und jeder wird mich vergessen. Ich vergesse dich niemals, Lushu. Dann haut einfach ab, ja? Wer bist du? Swing. Wollte ihr nochmal angreifen, aber obviously hat das nicht funktioniert. Schlechtes Glück. Kein Auserwählter. Noch kein Auserwählter. Aber Xehanort könnte nützlich sein. Aber warte mal. Auserwählter. Er sucht doch Xehanort. Das ist doch sowieso seine Aufgabe. Er sucht doch, wobei es kann sein, dass Xehanort ist ja jetzt noch nicht so der krasse, er ist ja noch nicht der Böse gerade. Und das finde ich gerade auch ein bisschen komisch, ob Numerons das jetzt noch zeigt oder nicht. Aber Xehanort ist ja für ihn der Sündenbock. Der Kingdom Hearts beschwört, der die X-Klinge schmiedet und so weiter. Das hat er ja auch in seinen Berichten geschrieben, dass er auf den wartet, der dann No-Name benutzt und so weiter und das alles macht. Und danach geht es dann eigentlich rund. Ist jetzt also die Frage, ob er, wenn er vom Auserwählten spricht, ob er damit die Xehanort meint, weil derjenige, der ist, der halt die Welt in der Dunkelheit stürzen will und so weiter. Schlüsselschwertträger, der auf Seiten der Dunkelheit ist. Oder ob er unseren guten Sora-Boy meint. Ah, er nimmt sogar seine Kapuze ab. Ja. Vor allem ist es so albern. Bragi. Break. Es ist echt so stumpf. Numura, du bist echt so stumpf. Oh. Break und Bracken. Das war so dämlich. Das war so dämlich. Ja. Dass ich nicht daran geglaubt habe, dass das so offensichtlich sein kann. Bragi. Break. Numura, Alter. Du bist Gagaga! Der Mann ist Gagaga, der Mann ist Gagaga, sing. Cha-cha-cha, ist die Frage, ob Bragi auch Break ist. Ob er sich halt irgendwann einfach nur, ich weiß nicht, die Haare gefärbt hat oder so. Und ob Bragi überhaupt sein richtiger Name ist. Oder ob er den Körper sehr jung übernommen hat und sich dann einfach Bragi selber genannt hat.
Haare färben, lang wachsen lassen. Würde als Break durchgehen in Radiant Garden. Aber nein, okay, dann war Bragi obviously sein voriger Körper und danach hat er Break in Radiant Garden übernommen. 60 Jahre später oder so. Passt dann ja auch, weil der war dann alt und so und ja. Okay. Nice, auf jeden Fall nochmal Lucio gesehen. Jetzt hier. Er wird schwierig werden, mein Gesicht zu zeigen, wenn ich eigentlich hier begraben sein sollte. Ja, die gehen ja davon aus, dass er tot ist. Deswegen wird er jetzt wahrscheinlich auch die Welt da verlassen, ne? Dann geht er jetzt wahrscheinlich nach Radiant Garden. Einfach als Baby übernehmen lassen und ein paar Jahre bemuttern lassen, ja. Weißt du, einfach... Ah, okay. Gut, dann kommt gleich jetzt noch... Ist ja... Es kommt ja immer noch mal, nach den Credits kommt ja immer noch mal was. Das heißt, hey, Lüb mal, ne? Eigentlich der perverseste, krankeste Bastard überhaupt, so. Du bist einfach... Boah, wie dark, einfach. Wie dark roadig. Du bist ein absoluter Insel-Perf, ja? Und so die schlimmste Sorte vom perversen Ekel-Schleim-Typen. So. Du bist so der Typ, der in so Hentai-Dojinshis derjenige ist, der da irgendwen durchrammelt. So diese mit den Brillengläsern und schmierig und super fett und hä? So einer bist du. So einer ist Lushu. Ich hab grad die wahre Form von Lushu. Lushu ist war ein Körper geleakt. Dann stell mal vor, so einer bist du. Und dann morphst du dich einfach in ein Baby, damit du an Ticken nutzen kannst. Hilfe! Ah! Ganz schlimm. Ganz schlimm. Leute, also Xehanort ist jetzt, also er ist schon, hat schon eher so ein bisschen eine andere Lebensphilosophie, würde ich jetzt sagen, als Arrakis. Und er hat halt einfach einen krassen Monster-Kill gemacht. Aber er ist jetzt nicht der Böse gerade. Ich habe fest damit gerechnet, dass am Ende des Spiels er sich irgendwie, weiß ich nicht, No-Name schnappt, das klaut oder was auch immer, weil ich hätte fast gedacht, dass du von No-Name auserwählt nur dann wirst, wenn du es dir klaust. Versteht er? Ja, das ist die Szene, wo er damals den Meister der Meister getroffen hat. Aber ansonsten, also wir haben ja nichts davon gesehen. Vielleicht kommt das jetzt gleich noch, aber das finde ich sehr weird. Das Krasseste war, dass wirklich alle gestorben sind. Dass Odin vielleicht Jens Sid ist. I don't know. Und, ah, guck mal, da bringt der Ventus zu Arrakis. Und dass es anscheinend egal ist, dass der Meister der Meister die 13 Dunkelheiten eingesperrt hat und vernichten will, weil sie einfach wie Unkraut wieder komplett neu wachsen. Scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Da muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Ich kann mir nicht... Der Meister der Meister ist so ein krass kalkulierendes Mastermind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Fakt übersehen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Ja, Dark Lord einfach erklärt wird hart, glaube ich wieder. Weil auch tatsächlich, wie wir ja gesehen haben, auch in den Disney-Welten wichtige Sachen passieren. Mal wieder. So von wegen das mit Cerberus oder so halt, ne? Oh! Das ist die Xehanort-Erdnuss. Wie der Typ in der Robe seine Mutter mitnimmt, Destiny Island. Das haben wir ja schon am Ende von Union Cross gesehen. Es ist wirklich sein Haus. Alter. Xehanort hat in der Baracke gelebt, wo der Speicherpunkt ist. Oh my goodness. Das hatte ich ja schon. Ich glaube, auf Twitter hatte ich das so gepostet, direkt als das Bild da, das Promo-Bild war. Aber das ist cool. Das mag ich. Das ist wieder ein cooler Redcon, Alter. Neun Jahre später. Das heißt, er ist 9 Jahre alter. Also ungefähr so alt wie. Wobei, nee. Sora und Riku waren jünger als Terra Aqua getroffen haben, ne? Auf jeden Fall ist er noch kein Teenager. Das Kind des Schicksals. Ich? Ja.
Dein Urgroßvater war ein bekannter Schlüsselschwertträger. Sein Urgroßvater. Gute 100 Jahre sind auf jeden Fall in die Welt gegangen, ja. Aber was ist ein Kind des Schicksals? Ja, du bist auf den Schicksalsinseln, ne? Ein spezielles Kind, das die Welt vor der Dunkelheit retten wird. Du warst der Auserwählte! Du solltest diese vernichten und dich ihnen anschließen! Ist Xehanort fucking Darth Vader oder was? Dadurch, dass er seine Scheiße gemacht hat, hat er erst die irgendeine Prophezeiung erfüllt? Er ist der Auserwählte, das müsst ihr doch sehen. I don't get it. Ja, wir alle. Aber wir sind die Einzigen hier. Oh, er ist wirklich ganz alleine mit dem auf der Insel? Auch keiner vom Festland? Der Tag für dich wird kommen, an dem du diese Insel verlassen wirst. Wirklich? Oh mein Gott! Aber ich dachte, ich müsste hier leben, damit die Dunkelheit mich nicht findet. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja, aber nur solange du, aber nur bis du stark genug bist, um die Dunkelheit, ja, zu besiegen. Wenn ich stark genug bin, werde ich meine Mutter wiedersehen. Möchtest du sie sehen? Ja, sie ist meine Mutter. Aber ich erinnere mich nicht wirklich an sie. Oh, ich kenne ein paar Leute, die ich treffen möchte. Die Kinder von meinen Träumen. Union Cross. Ich weiß nicht, wer sie sind. Aber sie mögen sich wirklich sehr. Ist es so, wenn man Freunde hat? Erzähl mir von ihnen. Einer hat lockige silberne Haare. Ein anderer hat schwarze Klamotten und einen Hut. Ein dürrer Typ mit pinken Haaren. Ein ruhiger Typ mit blonden Haaren. Oh, und ein Mädchen mit dunklen Haaren. Just like my mom. Ist Skuld doch seine Mutter? Aber es macht keinen Sinn, weil Skuld müsste ja Subjekt X sein. Ich meine, sie kann trotzdem Subjekt X sein, aber dann müsste sie, nachdem sie in Radiant Garden Subjekt X war, müsste sie danach nochmal zurück in die Vergangenheit gereist sein, um dann in Scarlet Kyle um seine Mutter zu werden. Wibbly wobbly timey wimey, aber es macht an sich schon eigentlich keinen Sinn, weil Skuld hat eine andere Augenfarbe als seine Mutter. Weil seine Mutter hat wirklich die grauen Augen, die silbernen Augen, die Xehanort seit Kingdom Hearts 3 hat. Und Skuld hat halt gelbe Augen. Oder orangene Augen. Die hat schon tatsächlich mehr so diese Darkness-Augen. Also, wenn Charaktere nicht, also ich meine, ja, Xehanort hat halt später auch gelbe Augen und jetzt silber, aber... Also Augenfarben ändern sich schon in Kingdom Hearts, ne? Aber, ja, das ist ja jetzt wohl, das, also es ist ja jetzt, das ist ja Absicht. Oder Nomura fickt uns gerade einfach nur wieder und will uns trollen. Aber naja, auf jeden Fall die Leute aus Union Cross. Und dann gibt's noch den anderen. Oh, das ist Player. Genauso wie, irgendwie so wie du.
Nein! Was ist los? Du kannst spüren, was in den Herzen von anderen ist. Ohne einen Zweifel, du bist das Kind des Schicksals. Was? What? Ich habe viel in meinen zwei Lebzeiten erlebt. Einiges habe ich mit dir geteilt. Oh! Wir sind nicht Alexea Nord. Der Spieler ist nicht Xea Nord. Das hier ist der Spieler. Die Person in der Robe. Das ist der Spieler aus Union Cross. Und Xea Nord ist so krass empathisch, dass er die Erinnerungen von Leuten in seiner Umgebung quasi, wenn er mit denen ja, Zeit verbringt und so, dass er die teilen kann, dass er die in sich aufnimmt, auch miterlebt. Der hat zwei Leben gelebt und er kann sich komplett daran erinnern. Und die Erinnerung, die Xea Nord hatte, sind die Erinnerung vom Spieler, der mit ihm auf der Insel war. Wir sind nicht der Spieler. Also, wir sind nicht Xea Nord, wir sind der Spieler, wir sind nicht Xea oder so. Xea Nord ist nicht der Spieler, wir sind nicht zu Xea Nord geworden. Wir sind zu dem, in jeder Szene in Union Cross, wo du Xea Nord siehst, siehst du ja auch die Person mit der Robe. Wir sind die Person in der Robe. Das ist der Spieler. Oh my fucking goodness. Nomura, Alter. Aber warum? Warum ist das jetzt... Also warum dreht er das so? Aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Vielleicht ist es Zeit. In meinem ersten Leben gab es ein Manuskript, das die Zukunft detailliert beschrieben hat. Das Buch der Prophezeiungen. In seinem ersten Leben. Fuck. Der Typ in der Robe, das ist der Spieler. Alter, Nomura! Ah! Es wurde einem guten Freund gegeben. Aber das meiste, was da drin stand, wurde geheim gehalten. In meinem zweiten Leben habe ich gelernt, dass Licht erlöschen würde und Darkness obsiegen würde. Aber dass das Kind des Schicksals dieses Ergebnis ändern würde. Oh mein Gott. Um Yoda zu zitieren. Die Prophezeiung missverstanden sein kann. Das ist, Nomura bedient sich wieder bei Star Wars. Die dachten, Xea Nord wäre der Auserwählte. Dann hat er seinen Darth Vader-Scheiß abgezogen. Und jetzt ist nur die Frage, ob Xea Nord als Darth Vader wirklich der Auserwählte bleibt, so wie es bei Star Wars war. Oder ob Sora tatsächlich der Auserwählte ist. Weil alles, was hier gerade Xea Nord zugeschrieben wurde, das hat Sora auch. My friends are my power! Ja? Dieses Verbindung knüpfen zu anderen Herzen und erleben, was die anderen erleben und hast du nicht gesehen und bla bla blub. Das macht Sora die gesamte Zeit über in Kingdom Hearts. Nonstop. My friends are my power! Das ist jetzt ein Ding. Ich habe euch ja gesagt, dass ich glaube, dass alles, was der Meister gemacht hat, dass das alles nur dazu hinzielt, dass Sora geboren wird und Sora genau das macht, was der Meister vor ihm für ihn vorgesehen hat. Also ist Sora doch der Auserwählte scheinbar. Und das muss man mal sehen, ne? Ist jetzt wirklich eine Darth Vader-Situation, ne?
war's Xehanort, der erst durch sein Zutun das Gleichgewicht quasi gebracht hat? Oder ist es doch Sora? Wow. Okay, wow. Nomura, Alter. Sie würden die Fähigkeit haben, zu fühlen, zu teilen und ja, das in sich aufzunehmen, was andere fühlen in ihrem Herzen. Und selbst andere Herzen miteinander zu verbinden und eins zu werden. Es ist, er beschreibt gerade komplett, my friends are my power. Das ist Soras fucking Catchphrase, Mann. He would hail from the Isles of Destiny. Sora kommt von den Inseln des Schicksals. Vielleicht ist es noch zu früh. Wobei, eigentlich war Riku der Auserwählte und auch Riku wurde von der Dunkel... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Riku, oh mein Gott! Xehanort wurde auf der Insel versteckt, damit die Dunkelheit ihn nicht findet. Wurde gerade genau so gesagt. Vielleicht haben sie sich geirrt und Xehanort war gar nicht der Auserwählte. Riku, der eigentliche Auserwählte des Schlüsselschwerts, auch mit weißen Haaren und vielleicht ist auch er ein Nachkomme von Ephemer, war der eigentliche Auserwählte des Schlüsselschwerts. Das ist die offizielle Kingdom Hearts Lore. Und dann hat ihn die Dunkelheit doch gefunden. Und hat ihn in sich aufgenommen, hat ihn verdorben. Die Dunkelheit hat es geschafft quasi. Die Dunkelheit hat dem Licht wieder ein Schnüppchen geschlagen. Aber, get fucking wrecked, sie haben nicht mit dem Plan vom Meister der Meister gerechnet, dass Sora am Start ist und den Platz des Auserwählten einnimmt. Boom, Alter! Boom! Ah! Fick die Henne! Fucking Nomura! Ey, das hittet hart. Das ist sowas von unerwartet, was hier gerade passiert. Aber wann wurde die Insel des Schicksals zum Spielplatz quasi für die Kinder? Das Ende meiner Zeit ist gekommen. Du wirst die Insel des Schicksals hinter dir lassen. Und auf eine Reise aufbrechen, in der du viele Leute treffen wirst. Deine Kindheitsträume sind eine wertvolle Erinnerung, die ich immer noch sehr schätze. Es ist Daybreak Town. Du hast gesehen, was du in meinem Herzen gefühlt hast. Und durch deine Reise... Oh. ...wirst du dich mit vielen anderen verbinden, so wie du es mit mir getan hast. Aber nicht alle Herzen sind gut. Manche... können dich vergiften und können dich dazu bringen, Angst und Hass zu führen, Schmerz und Leid, selbst die Qual von Geliebten. Du wirst bei einer Dunkelheit immer wieder geprüft werden, aber du musst immer weitermachen. Mit der Zeit wird dich dein Weg weiterführen. Ins Licht und Kameradschaft.
Ich glaube, du wirst der Meister des Licht. Ich sage das mit Überzeugung, denn durch deine Adern fließt das Blut von Ephemer, einem guten Freund von mir. Oh. Oh. Wieso merkt er das nicht? Numura, du hast mich in die Eier getreten, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich da Eier habe. Ey, das ist so traurig irgendwie. Weil du ganz genau weißt, dass er nicht der Streiter des Lichts wird. Ich hab so Bock auf Kingdom Hearts 4. Ah! Heftig, Mann. Ich find's heftig. Es ist komplett in eine andere Richtung gegangen, als ich jetzt dachte. Ich habe mich gerade noch darüber beschwert, dass ich es schade fand, dass jetzt Xehanort gar nicht auf dem dunklen Pfad wirklich ist. Aber I see what you did there, Numura. I see what you did there. So ist es viel fieser eigentlich. Boah, ey. Audrey of Aitai Kimachi translated the following questions and response. Ah, okay. Ja, die ist gut, die Dame. Die übersetzt so gut wie alles, immer blitzschnell. Numura says that Kingdom Hearts Missing Link will delve into the story of Bloodlines. Ah, macht Sinn. Ja, stimmt, wir kriegen ja Missing Link. Vorher noch. He mentions that Ericus and Xehanort do not share the same parents. But when asked if they share the same bloodline, he does not answer clearly. He says to play Missing Link to find out. Ja, okay, die haben irgendwie ganz weit zurück, haben die irgendwie beide das Blut von Ephemer oder Brain in sich oder was auch immer. Weil die Blutlinie, die Kinder von Ephemer und Brain haben sich irgendwann miteinander gemixt. Okay, es kann ja sein. Question. Dark Road shines light on Xehanort's bloodline, but what about Arrakis? There was talk about first generation master bloodlines, but are the two related by blood? I can't answer that as it'll be a missing link. I can't say though that they do not share the same parents. Ja, das ist ja. Ja, aber ganz ehrlich, ne, ich will jetzt nicht zu sehr wieder den Aluhut aufsetzen. Aber leider der Fakt, dass wir hier dieses neue Artwork, dieses kleine schöne Artwork von den jungen Xehanort bekommen haben, einem schwarzen Mantel, der nicht der Organisationsmantel ist, weil der hier so eine Klappe hat, das sehe ich sofort, und das hier ist auch ein bisschen anders geformt. Und er hat einen fucking durchsichtigen Regenschirm. Ich traue Numura voll zu, dass wir den jungen Xehanort durch irgendeinen Disney-Magie-Scheiß in Kingdom Hearts 4 in Quadratum sehen. Und wenn es nur so ist, dass er gestorben ist und da jetzt ein neues Leben lebt und jetzt einer von den Guten ist. Das traue ich ihm voll zu. Mein Numura-Sense ist tingling, wenn ich das alleine schon sehe. Bei dem Artwork, dass er hier diesen typischen japanischen Großstadt-Tokio-durchsichtigen Regenschirm hat, würde ich ihm voll zutrauen. Würdest du es denn gut finden, dass es eine gute Version in Xehanort im Quadratum gäbe? Nein, ich fände es, glaube ich, scheiße, weil die sollen sich neue. Diese ganze Kacke von wegen, kein Charakter ist endgültig und bla. Also die sollen einfach Charaktere auch mal tot lassen. Gib denen ein gutes Ende. Ja, das macht's umso besser. Aeris ist cool, weil Aeris. Wenn ihr am Ende wiederkommt, ist es lame. Es sind viele Fragen offen, ja, aber die werden nicht alle beantwortet. Wenn jede Frage in einem Kingdom Hearts Spiel beantwortet werden würde, dann müsste ich keine YouTube-Videos machen, mein Freund. Wenn er Xehanort zurückbringen sollte, dann wird Xehanort definitiv keiner von den Bösen sein. Dann wird Xehanort jetzt ein Guter sein, falls er das macht. Es ist für mich ausgeschlossen völlig, dass Xehanort noch irgendwie ein Antagonist ist. Wenn, dann ist er, wenn er im Spiel ist, nochmal irgendwie Zukunft, dann ist er netter. Dann hilft das Hora oder was auch immer, ist ein Gefährte. Kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal böse ist. Dark Seeker Saga ist vorbei. Just because the Dark Seeker Saga is complete, that does not mean Xehanort will never appear again. Ja, wow. Okay, wir werden Xehanort dann in Quadratum wiedersehen. Leck mich doch am Arsch, Numura!